Es ist viel zu schön, um wahr zu sein, diese Weihnachtsgeschichte, Gesang, die Erinnerung an früher, ein warmes Herz. Und im Vergleich zu heute, da sagen mir dann viele Leute in der Seelsorge, das kommt ja sowieso nie wieder, schon gar nicht in diesen ganzen Corona-Zeiten. Hier in der Liebfrauenkirche haben wir einen Tympanon. Das ist so ein Torbogen aus dem 14. Jahrhundert. Der war kaum fertiggestellt von Madame Gärtner. Da fiel über Frankfurt die Pest her. Und seitdem hat die Stadt, wie jeder Mensch, schon viele Katastrophen gesehen. So schön wie früher wird es nie mehr, ob es früher wirklich so schön war. Die Botschaft von Weihnachten ist eine ganz andere. Heiligabend, Weihnachten in der Mitte der Nacht, das gehört zu jedem menschlichen Leben. Es wird immer wieder dunkel. Und die Verkündigung von Weihnachten sagt, Gott teilt diese Dunkelheit. Und wo Gott auftaucht, da ist nicht Ängstlichkeit, da schließt man sich nicht ab, sondern da wird man aufgeschlossen, so wie die vielen Figuren in diesem Tympanon zusammenkommen und strömen, in Bewegung geraten. Weihnachten bringt uns in Bewegung, weil Gott gibt uns die Kraft, das Neue zu finden, das Neue zu schaffen. Ich wünsche Ihnen heute und jetzt an diesem Weihnachtsfest, dass Sie die Kraft Gottes inmitten aller Fragen und Sorgen erfahren und wissen, es gibt eine neue Geburt. Thank you.